Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Elder Scrolls 5 Skyrim. Dieses Mal wollte ich ein wenig mich mal wieder an der Schmiede betätigen. Ich habe am Gerbgestell und hinten am Schmelzofen schon mal alles verarbeitet, was ich konnte. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen hier, nein, ich wollte eigentlich hier zu Schmuck. Genau. Wollen wir noch mal ein bisschen gucken, was wir herstellen können, oder? Silberner Granatring. Und mir wurde letztens gesagt so, hey Alex, du hast doch hier den Amethysten, du sollst doch Amethysten sammeln und warum verarbeitest du die? Ich soll makellose Amethysten sammeln. Das heißt, normale Amethysten kann ich ganz beruhigt verbraten. Mhm. Goldener Ring. Ja, aber mir wäre es lieber, wenn ich einen goldenen Ring herstelle, zusammen mit, was weiß ich, einem Saphir oder einem Smaragd, je nachdem, was ich halt gerade so habe. Von daher werde ich die so einfach nicht verschwenden. Leder, was haben wir denn hier so Feines? Da brauche ich immer nur ein Lederstück und zwei Lederstreifen und es bringt sogar ein bisschen Geld ein. Ja, und ich skill dabei halt ordentlich, ne? Das ist schon gar nicht so verkehrt. Aber irgendwie muss ich auch meinen ganzen Stahl loswerden und so. Okay, ach, ich habe so wenig Eisen. Ne, doch, ich habe einige Eisenbarren, aber kaum Stahlbarren dafür. Eisen, gucken wir doch mal. Ich könnte ja ganz viele Eisendolche herstellen und die dann immer irgendwie billig verzaubern. Dadurch kann ich auch Verzaubern direkt skillen, oder? Ich glaube, die Idee ist gar nicht so verkehrt eigentlich. Die Skillsteigerungen sind ja trotzdem genauso hoch. Von daher. So, Schmiedekunst verbessert auf 37. Kann ich noch irgendwas herstellen? Ne, gerade nicht. Einen Eisenbarren habe ich zwar noch, aber mir fehlt ein Lederstreifen. Dann werde ich den doch eben nochmal fix herstellen. So. Weil genug Leder habe ich. Wartet mal, dann mache ich noch ein paar mehr. Zack. Na komm. Und zack. Dann kann ich auch noch ein paar Ledersachen herstellen eigentlich, wenn ich schon mal hier bin. Oder lieber Pelz. Bei Pelz verbrauche ich eigentlich so viel, ne? Zwei Lederstreifen, ein Leder. Na, das geht eigentlich. Aber erstmal ein Eisendolch zum Verzaubern. Nehmen wir denn. Pelzarmschienen, zwei Lederstreifen, ein Leder. Und bei Leder? Ein Leder, zwei Lederstreifen. Was ist mehr wert? Die Lederarmschienen. Ah, machen wir das einfach. Yep. Und verbessert und verbessert und verbessert. Jetzt habe ich nur noch Leder. Jetzt fehlen mir wieder die Lederstreifen. Dann stellen wir halt nochmal welche her. Mein Gott. Immer dieses hin und her und hin und her. Aber dafür stehen die Sachen schön nah beieinander, sodass es gar nicht so schlecht jetzt ist, sag ich mal. Yep. Yep. So. Ach, stellen wir noch ein Lederhelm her, wenn wir schon mal dabei sind. Alles klar. Dann geht's wieder in die Feste von Weißlauf. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Und verzaubern die ganzen guten Dinger. Mit den paar Seelensteinen, die ich halt so habe. Was leider nicht allzu viele sind. Da kann ich mal gucken, wenn ich schon mal dabei bin. Gleich mal mit diesem, wie heißt er nochmal? Mit dem Hofzauberer auf jeden Fall reden. Und den mal fragen, was denn so Sache ist. Ob der nicht vielleicht ein paar Seelensteine zum Verkaufen hat. Weil, ne? Das ist der einzige Magier hier in ganz Weißdorf. Wenn einer Seelensteine zum Verkaufen hat, dann der Kerl. Ist schon eine schöne Feste, muss man ja sagen. Und der nächste Stufenaufstieg ist schon gar nicht mehr allzu weit entfernt, was mich natürlich sehr, sehr, ja, positiv stimmt, sag ich mal. Ja. Es ist nur eine Festung. Die Ladezeiten brauchen noch nicht so lang zu sein, wenn es nach mir geht. Ist er da? Da ist er doch. Hey, besucht ihr die Drachenfeste, genau, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Was habt ihr zu verkaufen? Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Könnte man so sagen. Oh, du hast aber... Ach stimmt, du hast halt so hübsche Roben. Ganz vergessen. Eine Rolle des Feuersturms. Wow, die kostet aber auch eine ganz schöne Ecke. Dafür hast du halt auch echt geile Zauber, ne? Aber ich glaube, hier habe ich mich schon mal ganz schön eingekauft. Ich glaube schon, ja. Da hast du doch Seelensteine. Ich brauche auf jeden Fall leere. Ich möchte die selber füllen. Die kosten aber auch nicht wenig. Krass. Großer Seelenstein ist auch echt nicht günstig. Aber naja, ich brauche den Kram.
auch winzige Seelensteine, die kosten immerhin nicht ganz so viel. Kann ich dir irgendwas andrehen, wenn ich schon mal hier bin? Feine Kleidung, feine Stiefel, feiner Hut, silberner Granatring. Kannst du alles gerne haben. Bücher, habe ich da noch irgendwas? Bibel des schönen Wohnens? Nee, behalte ich mal lieber. Und die Seelensteine halt. Jo, die möchte ich aber verbrauchen. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Das hast du aber schön gesagt. Mein Pelzschild. Nein, 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 den behalte ich noch schön. Gucken wir noch mal hier in Eisendurch verzaubern. Womit verzaubern wir das denn? Ist doch eigentlich, spielt eigentlich keine Rolle, oder? Macht das irgendwie eine Rolle im Wert? Ich glaube nicht. Wohl, wer weiß das schon so genau, ne? Vielleicht ist dieser Silent Moons Enchant. Aha. Wie viel ist es dann im Wert? 128. Okay, ich habe jetzt aber nur einen winzigen Seelenstein, leider. So. 128, sagst du. Macht das bei den anderen einen Unterschied? Wow. 320. Mit Blitzschaden. Ja. Beim Feuerschaden weniger. Frostschaden. 312. Magicka-Schaden. 360, noch mehr. Ausdauerschaden wert 680? Echt? Ihr müsst euch mal reinziehen, dass dieser Eichendolch von vornherein nur 10 Gold wert war. Boah, wie geil. Ja klar, verzaubern. Oh, und ich lerne dabei noch die Verzauberung besser. Das ist ja richtig krass. Hier, guckt euch das an. Wert 10. Ganz peinliche 10. Wartet mal, da werde ich erstmal ein Eisen hier, was Höheres mal, was mehr wert ist. Hier ist die Eisenrüstung. Verzaubern mit 135, 193 ist ja... Da ist die Steigerung leider jetzt nicht ganz so hoch. Eisendolch 10. Dann war Ausdauerschaden mal so hoch, ne? 672. Winziger Seelenstein, ja. So. Zaubern. Leider habe ich nur noch einen einzigen Seelenstein. Und, hat mich jetzt wieder in den Stufen aufgestiegen? Noch nicht ganz. Okay. Wieder Ausdauerschaden, genau. Irgendwie sinkt der Wert immer. Schon komisch. Egal. Und Verzauberung verbessert auf 29 und wieder eine Stufe aufgestiegen. Jawohl. Schauen wir doch mal. Ausdauer auf jeden Fall. Bei Alchemie, das kann... Oh, kann ich was Neues lernen. Von dir gemischte Gipfel sind 25% wirkungsvoller, nicht übel. Und die hergestellte Zaubertränke mit positivem Effekt besitzen zusätzlich eine 25% stärkere Wirkung. Das will ich eigentlich schon lernen, weil ich Experimentator später lernen möchte. Aber ich kann ja mal bei Verzauberung gucken, ne? Irgendwie macht das ja ziemlich Spaß. Neue Verzauberungen sind 20% wirkungsvoller. Was haben die anderen denn so? Da geht's um Rüstung, von Waffen und Rüstung. Achso, Feuerverzauberung, okay. Seelenpeiniger. Seelensteine enthalten zusätzliche Magicka zum Aufladen. Gar nicht so übel. Verzauberungsschub. Mhm. Wirkungsvoller. Seelengreifer. Todesstöße bei Kreaturen, aber nicht Menschen. Entziehen dem Opfer 5% seiner Seele und laden damit die Waffe auf. Auch ziemlich geil. Oh, es gibt so viele tolle Sachen, die man lernen kann. Das ist doch echt gemein, ist das. Elfenrüstung könnte ich jetzt schon lernen. Eigentlich gar nicht so unverkehrt. Aber nee, ich wollte mal gucken bei Schießkunst. Auch immer noch nichts Neues, meine Fresse. Ja gut, ich war auch schon lange nicht mehr kämpfen. Muss man dazu sehen. Schleichen aber, da gibt's was Neues. Ja, Blattschuss. Schleichangriffe mit Bögen verursachen jetzt dreifachen Schaden. Sofort her damit. Darauf habe ich lange gewartet. Sehr lange. Gut. Dann gehe ich jetzt mal, obwohl, verkaufst du verzauberte Waffen an? Ich glaube mal nicht, oder? Ihr wollt also die arkanen Künste? Nein, tut er nicht. Wenn okay, ihr die ciao. Entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier... Was heißt Begabung? Hier kann auch praktisch jeder einen Zauber lernen. Nun gut, aber wir sind halt begabt, weil wir von vornherein alles ein bisschen können. Deswegen sind wir anscheinend begabt. Was mache ich denn jetzt? Ja, ich gehe nochmal zur Schmiedin zurück und werde mal gucken, ob die jetzt meine verzauberten Dolche ankauft. Würde mich sehr, sehr glücklich stimmen. Aber ist das nicht ein krasser Wertsprung? Von 10 Gold auf 680 oder was das beim ersten war? Echt heftig. Und dabei waren die so günstig und so billig herzustellen an der Schmiede.
Das ist echt ein cooles System. Damit kann man echt gut Wertesteigerung machen und dabei auch noch Geld verdienen. Und das nur mit so ein bisschen Eisenbarren und ja, ein bisschen Leder. Also sollte ich Eisenbarren erstmal doch nicht umwandeln, sondern lieber nutzen. Nie und nimmer seid ihr das legendäre Drachenblut. Doch, bin ich. Tut mir leid. Ist halt so. Gut, hallo. Ich sage nicht, dass ich der beste Klingen, ja, halt die Klappe. Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Da, Eisendolch 269 anstelle von 4. Haha. Ja, damit. Gib mir dein Gold, Schätzlein. Schön. Das hat schön was eingebracht. Echt herrlich. Habe ich hier noch was Neues? Ja, den Lederhelm. Kauf mal an. Ach, den anderen Kram eigentlich auch. Die Lederarmschienen behalte ich. Nein, die nehmen so viel Gewicht weg. Hier kommen dem alle. Die waren ja eigentlich nur zum Skillen gedacht. Den Kram hier behalte ich auf jeden Fall. Hast du noch was zu verkaufen? Du hast eigentlich schön viel Leder, ne? Und Eisenbarren hast du auch. Das ist ja gar. Das kostet ja gar nicht so viel. Und guckt, man braucht für einen Eisenbarren, glaube ich, 2 Erz. Oder vielleicht auch nur ein Erz. Warum Barren kaufen, wenn das Erz so viel günstiger ist? Ach, weil sie davon auch nur eins hat. Schade. Ja, gib mir die Barren, gib mir das Leder. Das kriege ich eh wieder alles wieder raus, das Geld. Vergesst machen wir das nicht, mal direkt. Drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ach nee, ich habe doch schon Leder. Aber ich brauche auch ein paar Lederstreifen, das stimmt. So, zack, zack. Bis 10 zumindest. So, jetzt habe ich wieder einiges an Lederstreifen. Einen Barren kann ich gleich mal verhütten. Den Eisenbarren, genau. Stahlbarren. Ach, dazu brauche ich Korundum und Eisenerz. Okay. Schön zu wissen. Ich habe anderes zu tun. So, gehen wir wieder in die Schmiede. Was wollte ich eigentlich machen? Genau, Eisen. Die guten alten Eisendolche. Oh, jetzt kann ich ja viele davon herstellen. Und skillen, und skillen, und skillen. Tja, so geht das im Schnelldurchlauf, ne? So, perfekt. Jetzt habe ich wieder einige Eisendolche hergestellt, würde ich mal sagen. Bin in Schmiedekunst ordentlich aufgestiegen. Kennt ihr meinen Jetzt fehlen mir bloß noch die verzauberten oder die gefüllten Seelensteine, um da irgendwelche billigen Verzauberungen drauf zu klatschen. Und dazu sollte ich mal wieder was anderes machen. Wo gehe ich denn jetzt mal hin? Ich muss mal wieder Abenteuer erleben, finde ich. Wird echt mal an der Zeit. Was habe ich denn hier? Sprich mit Sabion. Ach, Honigbräuerei, das war ja dieser eine Auftrag, den ich für Maven Schwarzton, glaube ich, machen sollte, genau. Wisst ihr was? Da gehe ich hin. Denn ich glaube, ich möchte mich jetzt langsam mal wieder zur Hauptquest durcharbeiten, indem ich da also auch langsam hinlaufe. Und zwar nach Ivarstadt, wo ich mit den Graubärten sprechen soll. Waisenfelsen, da soll ich den Nesselfluch in meinen Besitz bringen. Okay. Das ist ja in der Nähe von Helgen, wie kommt man denn da hin? Naja. Gut, von daher werde ich jetzt mal... Wo reise ich denn mal hin? Zum Pelagierhof. Ist ja um die Ecke, ne? Ist jetzt ja nicht weiter schlimm. Ich mache jetzt keine riesengroßen Sprünge hier. Und dann reisen wir... Ja. Richtung Ivarstadt und nehmen dabei auf dem Weg alles Mögliche mit, was wir halt finden. Seines Gegner, seines sonst was. Und wenn ich mal dabei bin, ich muss hier echt mal ein bisschen aufräumen. Also auf Platz 1 ist mein Weg blau. Auf Nummer 2 ist mein Bogen. Ja, mittlerweile ist der Elfenbogen ist wieder stärker, Gott sei Dank. 3 sind meine Flammen, 4 sind meine Funken. 5 ist die Seelenfalle. Dann mache ich mal auf 6 mein Eisstachel. Der ist irgendwie ziemlich hart. Der knallt ordentlich rein. Und das war es eigentlich auch schon an der Stelle. Habe ich unerbittliche Macht ausgewählt? Yep, habe ich. Alles klar. Dann mal auf in neue Abenteuer und vor allem immer schön die Augen offen halten, dass ich auch keinen einzigen schicken... wie schimpft es sich? Dass ich keine Alchemie-Zutaten übersehe, möglichst. Natürlich werde ich 1000 Alchemie-Zutaten übersehen, weil die einfach auch, wie es Sinn macht, nicht immer perfekt zu erkennen sind. Wäre ja auch komisch, wenn es so wäre. Ach, euch kann ich fangen? Schmetterlingsflügel. Ach, ist ja lustig. So. Hier könnte aber schon Erz irgendwo sein, oder? Nee, sah nur so aus. Schade.
Ist das schon die Honigbraubräuerei oder wie es hieß? Oder Honigbrau... Ja, was auch immer. Ich glaube, ich bin hier richtig. Honigbraubräuerei. Honigbräubrauerei. Ach so, andersrum, genau. Zum Glück vertue ich mich nie. Das hier sieht immer aus wie Golderz, ne? Wie eine Golderzader. Immer. Ist es aber gar nicht. Voll doof. Das verwirrt mich immer voll. Oder? Ist hier irgendwo? Nein. Das hat man ja auch nicht vorm Haus stehen, oder? Dann reden wir doch mal mit Sapion. Und was soll ich nochmal machen? Ich glaube, ich sollte anheuern für einen Job, ne? Und dann irgendwie hier ganz schön Chaos verursachen. Wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht lese ich es nochmal besser durch. Das war geistiges Gift? Genau. Sapion soll mittels Verleumdung hinter Gittern gebracht werden. Als erstes muss ich Sapion meine Hilfe bei einem kleinen Schädlingsproblem anbieten, das er Malus verdankt. Genau, so war das. Was starrt ihr so? Seht ihr nicht, dass ich Probleme habe? Stimmt was nicht? Macht ihr Scherze? Seht euch doch mal um! Ich soll für den Hauptmann der Wache eine Metprobe des neuen Honigbräus abhalten. Wenn er die Brauerei in diesem Zustand sieht, bin ich erledigt. Vielleicht kann ich euch helfen. Wirklich? Und ich schätze, ihr tut das nicht einfach aus Freundlichkeit, oder? Ich hoffe, ihr erwartet keine Bezahlung, bevor die Arbeit nicht erledigt ist. Das sind meine Bedingungen. So mache ich es aber nicht. Also vergessen wir es. Na dann nicht. Das solltet ihr, sonst schreie ich Skiva. In Ordnung. Wir wollen nichts überstürzen. Hier ist die Hälfte. Den Rest erhaltet ihr nach Abschluss der Arbeit. Ich möchte nur, dass dieses Ungeziefer ein für alle Mal erledigt wird, bevor mein Ruf komplett dahin ist. Wie kann ich das Ungeziefer ein für alle Mal erledigen? Ich habe Gift gekauft. Mein fauler und nichtsnutziger Assistent Malus sollte sich darum kümmern. Ist jedoch verschwunden. Wenn ihr das ins Nest des Ungeziefers legt, sollten sie nicht mehr zurückkommen. Abgemacht. Kommt zurück, wenn jedes einzelne dieser Dinger tot ist. Alles klar. Vergifte das Nest und vergifte den Kessel mit Honigbräu. Gut, wie komme ich denn dahin? Hier liegt ja schon so ein dreckiges Vieh. Gleich erstmal einsacken, so ein bisschen den Kram. Da unten muss ich also lang. Okay, das kriegen wir ja wohl hin. Ach, hier liegen schon Bärenfallen rum. Für den Fall, dass die Dinger hier hochstürmen anscheinend. Okay. Honigbräu-Keller. Den Schlüssel habe ich wohl. Dreck schon mal schleichen. Weil man weiß ja nie, was mich hier für dreckige Viecher erwarten. Wahrscheinlich einfach 1000 Skiva. Und da will ich meinen Bogen direkt parat haben. Skiva-Schwanz. Da hinten haben wir schon mal einen. Erwischt. Schleichangriff. Ach, und eigentlich will ich ja Seelen fangen. Ganz vergessen. Komm her, du dreckiges Vieh. Hä? Der haut ab? Was ist mit dem denn los? Der hat ja einen Schaden. Ich wurde vergiftet. Dreckiges Mistvieh. So, her mit deiner Seele. Was hast du davon? Hier scheint nichts Interessantes rumzuliegen. Hähne, wow. Brauche ich auch so unbedingt. Am besten wäre ja ein Seelenfallenbogen, ne? Das hätte was. Aber diese Verzauberung habe ich noch gar nicht drauf. Ab welcher Entfernung kann ich das eigentlich machen? Auf eine ganz schöne Entfernung, anscheinend. Ah, mir fehlt das Mana dazu. Herr mit deiner Seele. Alter, seit wann machen die so viel Schaden? Hey, ich sehe gar nichts mehr. Was ist denn hier los? Meine Fresse, seit wann machen die so viel Schaden? Naja, in Massen kriegen sie es wohl gut hin. Okay, so. Puh. Mach ja doch mehr Schaden, als ich erwartet hatte. Ich denke mal, dass Skiva nun nicht gerade super tolle Seelen abgeben, oder? Kleiner Seelenstein. Schwache Seele, ah. Immerhin keine winzigen. Wahrscheinlich sind die giftigen Skiva mehr Seelenpunkte, sage ich mal, wert, als die normalen. Merke ich mir. So, dich habe ich schon.
Eure Skiva-Schwänze weiß ich ja mittlerweile sogar zwei eurer Wirkungen. Von daher ist das gar nicht so verkehrt, dass ich euch mal ein bisschen plündere. Aha. Das ist aber eine komische Bräuerei. Muss das hier unten immer so aussehen? Ist das nur ein Schatten? Ach, das sah gerade ein bisschen aus wie eine Erzader. Überall diese Spinnenweben, das ist ganz schön eklig. Ups, eigentlich wollte ich hier nochmal gucken. Naja, der Met. Obwohl, eigentlich vom Gewichtsverhältnis her geht das eigentlich sogar klar, ne? Aber ich bin sowieso schon wieder gut belastet. Ah, erstmal nicht. Wahrscheinlich bin ich von den ganzen Eisendolchen so belastet. Haha. Okay. Ekelhaft. Sag nicht, hier sind Spinnen. Hier sind Spinnen. Erwischt. Auch erwischt. Und die wissen immer noch nicht, wo ich bin. Ihr dummen Viecher. Auch erwischt. Komm, noch mehr. Auch erwischt. Und wieder erwischt. Und ich bin immer noch nicht entdeckt. Ich kann euch immer noch mit Schleichangriffen zusetzen. Hahaha. Mann, bin ich gut. Sehr gut. Sehr gut. Das lief ja ausgezeichnet. Und hier haben wir wieder Spinnennetzbeutel mit ganz viel ekligen Sachen drin. Blah. Naja, hauptsächlich Skivan. Wenn der da oben wüsste, dass hier unten auch mal eben alles voller Frostbissspinnen ist, glaube ich, würde der sich ein wenig mehr Gedanken machen. Wie das zum Teufel einfach mal so passieren kann. Oh, das hier war... Ist das eine größere als die anderen? Das erklärt, warum ich so viele Schüsse für das Vieh gebraucht habe. Da haben wir noch mehr Skiva-Schwänze. Okay. Was haben wir hier? Knochen. Hm. Doch, was hier unten mich erwartet? Erfahren wir es gemeinsam nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Mein Name ist Alex. Bis dann.